Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite-Shop vom heutigen Tag. Doch bevor ich jetzt auf den neuen Shop gehe, wollte ich einfach nur mal sagen, dass ihr gerne meinen Kanal abonnieren könnt, wenn ihr keine Shop-Videos mehr verpassen wollt, denn ich lade diese Videos jeden Tag hoch. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal direkt auf den neuen Shop und dann zeige ich euch mal die neuen Gegenstände. So, und jetzt sind wir auch schon im neuen Shop vom heutigen Tag und bei den vorgestellten Gegenständen sehen wir an erster Stelle hier das Dino-Wächter-Set. Das Set ist hier einmal mit dem Dino-Kommando-Skin, das ist ja die weibliche Version hier, und dem Rex-Skin, das ist die männliche Version. Ja, eigentlich beides sehr coole Skins, sind ja legendär, die waren jetzt auch schon länger nicht mehr im Shop und auf jeden Fall gibt es diese heute dann wieder im Shop hier und passend dazu gibt es dann hier noch den kräftigen Biss, da ist ja die Hacke davon und dann gibt es dazu noch den Hanggleiter, der sieht so aus und auf jeden Fall ist das gesamte Dino-Wächter-Set hier wieder im Shop und an der zweiten Stelle sehen wir hier das Set mit dem Abstrakt-Skin. Der Skin sieht hier so aus, das ist hier so ein Sprayer und der hat hier hinten auch solche Sprühdosen hinten an seinem Rucksack und ja, eigentlich auch noch ein ganz guter Skin und passend dazu gibt es dann hier nochmal den Graffiti-Roller, das ist ja einfach diese Farbrolle hier, passt natürlich ziemlich gut zu dem Skin und auf jeden Fall sind diese beiden Sets dann heute hier im Shop bei den vorgestellten Gegenständen und bei den täglichen Gegenständen sehen wir an erster Stelle hier den toxischen Trooper. Ja, das ist jetzt kein Skin, den ich mir kaufen würde, mir gefällt der halt nicht so sonderlich gut. Aber wer den Skin auf jeden Fall mag, der kann sich ihn heute hier wieder kaufen. Und dann sehen wir passend dazu noch hier den Pressluftspalter. Das ist ja aus demselben Set. Auf jeden Fall gibt es dann hier die Hacke auch passend dazu. Und ansonsten haben wir noch den Lightshow-Skin. Das ist ja hier die männliche Version von dem Neonleuchten-Set. Vor kurzem war ja auch die weibliche Version im Shop. Und heute gibt es dann auf jeden Fall wieder mal die männliche Version hier im Shop. Und dann sehen wir passend dazu noch hier den Leuchtflug-Hanggleiter. Der ist ja auch aus dem Neonleuchten-Set. Kostet auch nur 500 V-Bucks. Und der gefällt mir eigentlich auch noch ziemlich gut. Und sonst haben wir noch zwei Emotes. Und zwar einmal das Pop-Lock-Emote. Ja, immer noch sehr cooles Emote, wie ich finde. Der Anfang von dem Emote erinnert mich immer noch an dieses Roboter-Emote und ja, das finde ich eigentlich relativ cool. 800 V-Bucks ist für das Emote auf jeden Fall eigentlich ganz okay. Und dann sehen wir noch das unendliche Depp-Emote. Ja, und das war eigentlich schon das Emote, der macht einfach die ganze Zeit diesen Depp, kostet 500 V-Bucks und gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut wegen der Musik. Und das war auch schon der Shop vom heutigen Tag. Ich würde sagen, wenn euch dieses ganz kurze Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, bis dann und ciao.